Schwiegertochter gesucht. Kultkandidat Ingo und seine Annika haben große Pläne, sie wollen Eltern werden. Jetzt plauderte die Frau des TV-Stars neue Details über ihren Babywunsch aus. Schon seit längerem ist bekannt, dass das Schwiegertochter gesucht Traumpaar Ingo und Annika ein Kind bekommen wollen. Da es ohne Hilfe nicht klappen wollte, wollen sie sich nun in der Kinderwunschklinik beraten lassen, um ihre Familie endlich zu vergrößern. Fans sind ganz neugierig und kitzelten aus Annika jetzt neue Details über ihren Babywunsch heraus. Ingo, Annika, wollen Sie ein Mädchen oder einen Jungen? Auf Instagram rief Annika ihre Community nun zu einer Fragerunde auf. Klar, dass dabei der Babywunsch des Schwiegertochter-Gesucht-Paares Thema Nummer 1 ist. Fans wollen gespannt wissen, wie es mittlerweile aussieht und ein Nutzer fragt, gibt es Neues von der Kinderwunschklinik? Woraufhin die Frau von Kultkandidat Ingo ein Update gibt und berichtet, Kinderwunschklinik wurde auf den 7.11 Uhr verschoben, da die Ärztin krank war. Kein Grund jedoch für Ingo und Annika, nicht bereits weiter zu planen. Im Folgenden will ein weiterer Fan wissen, man sagt zwar, Hauptsache gesund. Aber, lieber Mädchen oder Junge, haben Ingo und Annika da etwa eine Präferenz? Die 32-Jährige klärt auf, tatsächlich ist uns das Geschlecht egal. Bleibt also zu hoffen, dass es mit Hilfe der Kinderwunschklinik nun endlich klappt und sie ihren Nachwuchs hoffentlich schon bald in den Armen halten dürfen.